und heute wieder herzlich willkommen bei uns auf dem Radioactive Server. Heute alles über den Yeti und wie wir ihn tanken. Ja, wofür ist der Yeti gedacht? Der Yeti ist bei uns ein bisschen genervt, dennoch tamebar, eignet sich hervorragend als Tank für zum Beispiel Haunted Chests und passt auch zum Beispiel sehr gut als Wachtier oder Wachposten in eurer Wachrotte, da er halt einen Slow-Angriff hat und dadurch Tiere einfacher zu erlegen sind. Ja, was brauchen wir für den Yeti? Um den Yeti zu tamen, brauchen wir erstmal eine Menge Bola, 10 Stück mindestens bei einem Level 30. Und wir brauchen Ice Cubes, also Eiswürfel. Die frisst er nämlich vor dem, bevor ihr ihn quasi selber gezähmt habt. Was sollten wir skillen? Erstmal schlage ich wieder vor den Sperm Whale Killer. Es ist wieder ein Level 30er Tier in dem Video, wie immer. Dann solltet ihr skillen, das Schleichen Stufe 3 ist aber in diesem Fall tatsächlich gar nicht so wichtig, ist aber nice to have. Das verbesserte Zähmen auf der höchsten Stufe und natürlich, wer hätte es gedacht, das ist ein Tier 3 Tier, deswegen müssen wir das Beastmastery Tier 3 skillen. Ihr benötigt übrigens keinen Sattel, um den Yeti zu reiten, da müsst ihr also nichts mitnehmen. Habt ihr jetzt einen Yeti gefunden, ganz normal, ich mache es jetzt hier in dem Fall mit einer Krabbe, ihr könnt es auch mit anderen Sachen machen. Haut ihn Lowlife, passt dabei ein bisschen auf eure Umgebung und wenn ihr ihn einmal low habt, werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht nochmal low hauen müssen. Er regeneriert nämlich sehr, sehr langsam HP während des Tames. Passt da ein bisschen auf. Ja, werft die Bola auf ihn und dann könnt ihr ihm einen Eiswürfel füttern. Danach könnt ihr euch auch schon wieder direkt ein ganzes Stück wegbegeben, weil ihr pro Bola nur einmal füttern könnt. Die Bola hält bei uns verkürzt bei dem Yeti, deswegen auch die große Anzahl an Bolas, die ihr benötigt. Habt ihr den Yeti denn dann jetzt irgendwann gefangen? Wir sehen es jetzt hier, erscheint so ein, in diesem Fall grünes Herz über dem Yeti, da oben seht ihr es. Das ist der Status des Yetis quasi. Es kann auch rot werden, dann habt ihr den Enrage-Modus aktiviert. Ich versuche das jetzt mal zu triggern. Ihr seht, der Yeti hat mich abgeworfen und greift jetzt alles in seiner Umgebung an, inklusive mich und meine Tiere. Da müsst ihr also ein bisschen aufpassen. Wenn ihr zu viel Schaden erhaltet, dann seht ihr hier, das Herz wird rot. Der Yeti geht in den Enrage-Modus und greift alles an, was ihm in die Quere kommt. Selbst wenn das Herz wieder grün wird, müsst ihr noch ein bisschen warten, da dieser Enrage-Modus wesentlich langsamer abklingt als die Anzeige. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle zeige ich euch nochmal kurz, wo ihr Eiswürfel herkriegen könnt. Entweder im Blizzard oder in einer Icebox. Und ja, das war's an der Stelle. Hat es euch gefallen, lasst mir gerne ein Like und oder Abo da. Damit helft ihr mir, weitere Videos für euch zu machen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wir sehen uns demnächst sicher auf dem Radioactive Server. Ciao, ciao.